Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. Ja, immer noch. Ich habe schon wieder den Analogstick gedrückt, aber den kann ich ja nicht nutzen. Wir müssen immer noch die Level hier schaffen, wo anscheinend kein Checkpoint in der Nähe ist. Finde ich geil. Vor allem, als ob ich schon schlimm genug wäre. Ich falle sowieso da unter. Warum müssen da die verdammten Stacheln am Boden sein? Also in den Wänden. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich hier irgendeine Plattform verpasse, dass ich auf jeden Fall tot bin. Wollte nicht nur hier so eine, ja, ich lach mich tot, Sachen hinbauen. So, ja, wenn der nicht da runterfällt und abstürzt und stirbt, dann tun ihn die Stacheln auf jeden Fall erledigen. Keine Ahnung. So, jetzt kommt der Mist wieder. Der noch nicht, aber der andere. Weiß nicht. So. Nicht dagegen laufen, springen. Meine ich. Mann! Ey, jetzt kann. Oh. Ist auch überhaupt nicht weit bis dahin, ne? Also einen Checkpoint hätten sie auch wirklich hier hinpacken können. Ganz ehrlich. Das wird langsam nicht mehr witzig hier. So. Also den ganzen Mist hier wieder. Den ganzen Mist muss ich ja immer machen. Die ganze Zeit. Wenn ich auch noch auf den Edelstein scharf wäre, müsste ich hier die ganzen Sachen immer wieder sammeln. Die ganze Zeit. Hilfe. So, jetzt aber. Kein Bock, den Mist nochmal zu machen. Ja, immer noch kein Checkpoint. Guckt euch das an. Alter. Ende. Da ist ein Checkpoint. So, hier. Meine Güte. Unfair. Was ist das denn hier? Wir haben für Plattformen, die sind betrunken. Au. Okay, der war schon wieder witzig. Richtig geskillt daneben gesprungen. Das nicht. Da war schon wieder unwitzig. Da war er unnötig. Hör auf damit. Danke. Hey! Plattformen sind echt betrunken. Hey. Hey! So. Dreckspisser hier. Mann! Ah.
Noch nie so betrunkene Plattform gesehen, ey. Hey, euch kann ich aus dem dritten Teil. Was macht ihr denn schon hier? Verdammt! Ich dachte, die würden runtergehen, raufgehen, sobald ich da mache. Im Brio muss man auch noch kämpfen, ne? Nein, nein! Jetzt nur eine gute Lebensanzahl. Ma, hör auf damit! Ey, das Ding verarscht mich! Du bist, denkst du, du bist klüger als ich oder was hier? Ha! Du hast auch deinen Job irgendwie erfüllt, ne? Ey, wenn dann schon die Plattform hier verarschen, ne? Da geht's langsam irgendwann zu weit. Ey, hör auf damit. Danke. Einfach selber die Plattform hier auf den Arm nehmen. Hilfe! Wieso bin ich so weit? Du bist auch ein Noob, kann das sein? Ey, oh Mann, die bewegen sich so komisch. Ich komme damit nicht klar. Zack. Stelle habe ich raus. Jetzt kommt wieder der eine Typ her, der nur stehen bleibt und immer auf die gleiche Stelle wirft. Dann stelle ich mich hier hin und drehe mich. Dann bist du tot. Ey! Gibt's das? Oh, macht das Spaß. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mich auf so einen Ritt hier einlasse bei dem Spiel, hätte ich vielleicht noch mal überdacht ein bisschen, aber egal. Egal. Wird schon klappen. Freue mich schon, wenn das Spiel vorbei ist und wir den zweiten und dritten Teil antickeln können. Die kann ich wenigstens ein bisschen besser. So das Gefühl. Sagt er und verreckt irgendwie 10.000 Mal wieder. So, vorsichtig. Ja. Da dreck mich immer auf so. Ja, immer an der gleichen Stelle verrecken, ey. Da muss nicht. Wir Menschen, wir lernen doch. Wir lernen doch aus unseren Fehlern. Kann doch nicht sein, dass ich immer an der gleichen Stelle verreck. Weil mich hat nur geplant, das Spiel heute eigentlich zu beenden. Soweit ist das ja nicht mehr, glaube ich. Haha, du bist der Größte, nicht. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen, ganz ehrlich? Ey! Das ist einfach nicht zu fassen. Cool, ich habe schon wieder 20 Leben gleich verloren, wenn das so weitergeht. No. So. Jetzt will er nicht weit springen. So. Oh, machst du sehr gut, stirb. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So.
So, endlich mal wieder nüchterne Plattform. Ja, das wieder eine besoffene. Muss ich mich an der Nase kratzen? Da guck ich dann an. Doch nicht so. Ja. Pff. Was ist hier denn? Nichts. Die Hände haben irgendwie noch gar kein Problem hier. Für mich dargestellt. Boah, Hilfe. Hey, mein Akku. Aha. Ja, Bruce Round, ey. Warum ist der nicht... Ey, ich krieg die Krise. Der ist von dem Ding abgesprungen, ey. Oh. Ihr könnt mich doch mal. Gibt's doch einfach nicht. Ey. Und deswegen mache ich die Edelsteine nicht und die Bonusrunden. Genau. Vollkommen egal, was ich dafür bekomme. Das kann nicht so entschädigend sein für das, was ich hier durchmache. So, was ist das wieder für einer? Vor so viel Leben. So. Speicherpunkt. Schon wieder so wenig Leben. Lights out. Versuchen wir mal. Vielleicht schaffe ich halt ja in 3 Minuten. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Oh, das ist schon mal sehr gut. Wie sieht ein Akku aus? Richtig geil. Hm. Von da links entlang? Ja. Okay. Hier muss ich mich beeilen, ne? Dann schnell wieder Wind. Weil ich weiß ja nicht, wie das hier ist, aber mach mal so. Ich war nicht, dass das gleiche Fiasko mit dieser einen Maske hier passiert. Wie sie einfach die Kiste kaputt macht, aber irgendwie nicht weiterhin Dings macht. Den Effekt. So. Genau. Edelstein kann ich mir. Ja. Zum Fenster werfen. Abschreiben, meine ich. So. Nein. Kann ich nicht da links so an den Ecken einfach weiter? Was? Ah, Steuerkreuz. Nein, Mann. Nein, Mann! Oh. Geht schon wieder los! So. Kann man echt, okay. So. Was sind das für Ratten? Ja, zum Glück haben die keine MGs wie Pine Strip oder was weiß ich. Dead Eyes. Damn Red Eyes. So. Schützt er mich überhaupt einmal, wenn ich getroffen werde? Weil mir irgendwie schön herauszufinden, und da war irgendwie so ein Edelstein. Also gibt es eine Bonus-Mission, irgendwie Bonusrunde, was weiß ich. Diese Edelstein-Dinger sind normalerweise irgendwie schwierigere Versionen.
im dritten Teil jedenfalls. Offizielle Level. Aua. Nein, das gibt's nicht. Was ist das für ein Dreck? Wollen wir so kurz vom Ziel? Was? Boah, Scharfschütze, Crash. Hab auch nicht so lange Zeit, Mann. Boah. Verdammt, hätte ich warten können. Marine, danke. Hat auch noch geschafft. Sehr gut. Schau auf da. So, aber hier konnte man doch irgendwie nach oben, oder? Wie komm ich denn da hin? Wie geht das jetzt nach oben? Hä? Nach der Level kommt das. Wie? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir, glaube ich, noch. Sehr gut. Ich sage, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.